Viel war die Rede davon, wie wir zu Lehrern stehen. Und ich sage heute einmal mehr, um das auch zu betonen, nicht nur, weil ich bei Ihnen bin. Ich stehe nicht zur Verfügung für dieses Lehrerbashing. Absolut nicht. Ein Lehrer ist für einen Schüler auf dem Weg ins Berufsleben die wichtigste Person, die ihm eine Grundlage schafft, nachher erfolgreich zu sein in seinem Berufsleben. Und das muss auch im Zentrum stehen, wenn wir über Lehrer diskutieren. Das sind hervorragende Persönlichkeiten, die so wichtig sind für meine, für unsere Kinder, dass ich gar nicht genug über Lehrer auch Gutes sagen kann. Darum danke vielmals für Ihr Engagement und ich darf Ihnen heute einmal mehr meine Hochachtung ausdrücken für das, was Sie täglich im Klassenzimmer tun. Geschätzte Damen und Herren, ich möchte aber gerne mit einem Punkt beginnen, der der entscheidende ist, nämlich, was ist denn die Herausforderung für die nächsten Jahre? Und auf der Beantwortung dieser Frage muss dann fußen, welche Maßnahmen wir zu setzen haben. Und ich sage das jetzt nicht nur als ÖVP-Politiker, sondern auch vor allem als Außenminister dieser Republik. Ich habe einen Überblick gewonnen in den letzten 4 Jahren, wenn ich weltweit unterwegs bin, welche Herausforderungen hier auf Österreich und seine jungen Menschen zukommen. Das, was wir brauchen, ist Qualität. Qualität in der Ausbildung, damit jemand, der die Schule verlässt, eine Grundlage hat, um sich bewähren zu können. Und diese Herausforderungen, die sind gewaltig. Ich habe sie gesehen, wie sie im Osten, im fernen Osten, heute bildungshungrig sind. Wie dort Ausbildung tagtäglich auch mit großer Freude genossen wird. Und wie man auf dieser Karriereleiter Stück für Stück hinaufschreiten will. Eine unglaubliche Konkurrenz, die da heranwächst für unsere jungen Menschen. Und ich habe gesehen, was unsere Nachbarländer tun. Alle investieren in Bildung. Und diese Diskussion, dass die Gesamtschule ja das einzig Seligmachende ist, ja, da sind die anderen viel weiter. Es ist ja aus meiner Sicht, ich komme noch darauf, absolut nicht modern im Sinne von das schaffen, was in der Zukunft uns Möglichkeiten gibt. Und das, was wir speziell in Österreich brauchen, das ist, dass wir eben konkurrenzfähig sind. Mit all denen, die bildungshungrig sind, die gute Ausbildungssysteme haben und trotzdem müssen wir uns durchsetzen. Dazu gehört einmal mehr für ein Land mit 8 Millionen Einwohnern Flexibilität. Und die schaffe ich nur, wenn ich nicht in einem Fach top bin, sondern ein bisschen mehr mitbekomme als nur einen Teilbereich. Also zusammengefasst heißt es, die Herausforderung für uns heißt, Top-Ausbildung, Motivation mitbringen, auch dieses Ja-Sagen zur Ausbildung in der Schule und dann ein breites Feld bearbeiten. Wer heute in einem Exportunternehmen tätig ist und jede zweite Arbeitsstelle in diesem Land hängt am Export, der muss diese Flexibilität mitbringen. Der muss auch bereit sein, woanders hinzugehen, dort einmal ein paar Jahre zu arbeiten. Und der muss die Chance ergreifen, wenn sie sich bietet. Das, was daher vor uns liegt, ist eine gewaltige Leistung, die junge Menschen zukünftig erbringen müssen. Und wer anders als die Damen und Herren, die in der Schule mit dem Schüler arbeiten, kann das bewerkstelligen. Daher ist für mich die Herausforderung eine große, die nur mit den Lehrerinnen und Lehrern, besonders der höheren Schulen, bewältigt werden kann. Was ist es genau? Ich gehe auf 7 Punkte ein. Auch auf das natürlich, was heute genannt wurde. Als Erste, unser Bildungssystem heute, und da bin ich sehr dankbar, dass du das heute auch anhand von Zahlen dargestellt hast, ist nicht das Schlechteste. Wenn ich manchmal Zeitungen aufschlage, ich tue es eh schon selten, weil sonst kann ich mich jeden Tag nur ärgern. Wenn ich Zeitungen aufschlage und lese über die Bildungspolitik in Österreich und unsere Ausbildungssituation in dem Land, könnte ja manchmal glauben, wir sind bildungspolitisch ein Entwicklungsland. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich habe gesehen, weltweit, Menschen, die aus Österreich kommen und dort hervorragend ihre Leistungen erbringen. Ja, warum? Weil sie zu Hause in einem Brainwash in der Schule völlig Falsches gelernt haben. Na, ganz im Gegenteil. Weil sie dort was mitgekriegt haben.
weil sie auch in der Schule was gelernt haben. Und ich sage das auch bewusst als Vater von zwei Kindern, die nicht in eine Privatschule gehen, sondern in ein öffentliches Gymnasium. Dort wird etwas geleistet, jeden Tag. Und ich freue mich darüber, wenn ich auch die Schulnoten nicht immer mit besonderer Freude sehe. Aber grosso modo funktioniert das, weil die Schule gut ist bei uns, besonders die höheren Schulen in diesem Land. Sie haben eine Qualität und da bin ich froh, das heute noch einmal unterstreichen zu können. Wir haben andere Bereiche auch, die gut laufen. Die Lehre läuft gut bei uns. Das duale Ausbildungssystem in dem Land ist ein Exportschlager. Wir präsentieren das, die Kammern, aber auch wir als Politik weltweit und besonders im europäischen Ausland. Wir haben auch gute berufsbildende Schulen in diesem Land, sehr gute sogar. Das, was an den HTLs, und ich komme aus einem Bezirk in Mödling, wo die größte dieser HTLs steht, das, was dort geleistet wird, das heißt technisches Know-how vermitteln. Und gerade in der Technik brauchen wir so viel mehr in der Zukunft. Das wird eine Chance für uns sein. Also haben wir auch allen Grund, nicht zu glauben, bei uns ist die Bildung Steinzeit, sondern bei uns ist der Bildungsstandard durchaus ein sehr guter. Er gehört da und dort fortentwickelt, verbessert. Ja, aber man braucht nicht jeden Tag den Kopf in den Sand stecken und glauben, bei uns läuft alles schlecht. Zum Zweiten. Die große bildungspolitische Diskussion in diesem Land ist unverändert. Ich habe selber, als ich ÖAB-Obmann war, ein Bildungskonzept auf den Weg gebracht. Macht Diskussion mit vielen. Der Fehler war, es waren 250 Seiten. Lesen tut man offensichtlich nur eine halbe. Denn die Fragen bei der Pressekonferenz waren immer nur, sind Sie jetzt für die Gesamtschule oder nicht? Und egal, was du antwortest, sagst du nicht ja, dann bist du ohnehin jemand, der von vorgestern ist. Ja, meine Damen und Herren, das ist nicht nur inhaltlich falsch, das ist vor allem nicht zukunftsorientiert. Wer soll denn glauben, bei diesen Anforderungen, dass unser Bildungssystem mit einer 100 Jahre alten Idee tatsächlich uns auf die Sprünge hilft? Ich sehe nur in den Anforderungen, dass es viel mehr sein muss, viel differenzierter, viel umfassender, viel mehr die Talente der Schüler fördernd, als dass man die Gleichmacherei in diesem Land vorantreibt. Und dafür gibt es auch gute Argumente, das auf wissenschaftlicher Ebene zu belegen. Ich darf hier nur zitieren den deutschen Bildungsexperten Jörg Träger. Leistung und Gerechtigkeit müssen kein Widerspruch sein, wenn jeder seine Chance bekommt. Das sagt er. Und das ist, glaube ich, ziemlich der Punkt. Leistung und Gerechtigkeit sind kein Widerspruch, sondern es geht um Chancengerechtigkeit. Und Chancengerechtigkeit heißt, dass jedes Kind heute nach seinen Talenten diese Chance kriegen muss, die für ihn beste Ausbildung zu genießen. Aber jetzt sage ich noch etwas, jetzt gar nicht wissenschaftlich. Ich weiß ja auch als Elternteil, was man gerne die Schüler zu Hause fragt. Wie haben denn die anderen abgeschnitten? Und wenn dann die Antwort ist, naja, die waren auch so schlecht, dann stellt sich ein gewisses Gefühl der Befriedigung ein. Meine Damen und Herren, das ist aber grundfalsch. Denn grundlegend muss sein, wie gehöre ich zu den Besten? Und nicht, wie ist der Durchschnitt und wie fühle ich mich dort wohl? Es ist aber eine österreichische Krankheit, das darf ich schon sagen, die uns im Bildungssystem nicht überhand greifen darf. Die Frage muss daher zukünftig sein von allen Eltern, um wie viel bist du besser als die anderen? Das ist die Grundfrage, um die es geht. Und nicht, wie können wir alle möglichst gleich schlecht sein. Und das ist für mich auch immer der springende Punkt in den ganzen Bildungsdiskussionen, die ich verfolge. Gleich schlecht sein, alle auf einem Standard, weil wir dann alle gleich sind, das ist nicht das Ziel. Ganz im Gegenteil. Fordern und fördern. Fordern und fördern gilt aber für alle Schüler. Das gilt für die Schlechten wie für die Guten. Und wenn jemand gut ist, muss er auch noch gefordert werden. Und wo gelingt das besser als in einem differenzierten Schulsystem? Daher bleiben wir bei einem differenzierten Schulsystem in Österreich. Und ich sage einmal mehr, mit mir wird das Gymnasium nicht abgeschafft, meine Damen und Herren. Da können mal 100 daherkommen. Ich möchte Ihnen das auch noch einmal betonen,
weil ich ja auch meine Ohren offen habe. Vor allem im Westen Österreichs höre ich manchmal von meinen politischen Freunden, dass man da aufgeschlossener sein muss. Ich bin ein aufgeschlossener Mensch. Aber ich bin nicht aufgeschlossen für Gleichmacherei. Und schon gar nicht für diesen Weg, dass man glaubt, mit einer Gesamtschule könnte man die Herausforderungen der Zukunft bewältigen. Nein, und das sage ich meinen Freunden immer, und da könnt ihr noch dreimal antreten, bei mir wird sich diese Einstellung nicht ändern. Das darf ich heute noch einmal bestätigen. Was ist daher jetzt notwendig? Ich höre immer wieder das Argument, das auch heute getroffen wurde, mit 10 Jahren kann man doch nicht die wirkliche Richtung für einen Schüler vorgeben. Ja, dem stimme ich auch zu. Es entscheidet sich nämlich nicht mit 10. Es entscheidet sich schon mit 4, 5 und 6 Jahren, meine Damen und Herren. Wer mit 4, 5, 6 nicht in der Lage ist, wird es mit 10 auch nicht sein. Und das führt mich zum wesentlichen Punkt, wo wir eben ansetzen müssen. Wenn ein Kind, und wir haben es heute anhand der Folien ja noch einmal eindrucksvoll bestätigt bekommen, schon gar nicht einmal Deutsch kann, bevor es in die Schule kommt, dann wundert mich ein Ergebnis bei den 10- bis 15-Jährigen gar nicht. Dort ist der Ansatzpunkt. Und darum war es gut und richtig, dass wir auch investieren und sagen, das letzte Kindergartenjahr ist verpflichtend, besonders in der Richtung, die deutsche Sprache zu erlernen, besonders in den Ballungszentren, dort, wo wir die Probleme haben. Wie ich insgesamt sagen darf, Bildungspolitik darf nicht immer heißen, ein Standard vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, sondern Bildungspolitik muss heißen, dort, wo es die Probleme gibt, dort muss ich mit Lösungen hin. Das heißt, wenn es im Ballungsraum Probleme gibt, vor allem bei den Kindern mit Migrationshintergrund, dann muss ich dort ansetzen und nicht gleich das System, wo es funktioniert, überall über Bord werfen. Darum, ja, wir brauchen Deutsch vor Schuleintritt. Und ich bin froh, dass ich in meinem Regierungsteam einen Staatssekretär gewonnen habe, den Sebastian Kurz, der eben hinschaut auf diese Probleme und das auch artikuliert, und zwar laut und deutlich und dazu auch noch in der Bevölkerung gut ankommt. Das ist eine besondere Kombination, die man nicht bei jedem Politiker gleich findet, aber beim Sebastian Kurz sehr wohl. Aber es beginnt nicht nur vor dem Schuleintritt, es gehört dann weiter, auch noch klar gesagt, diese Zeit der Volksschule, übrigens Gesamtschule, diese Zeit der Volksschule müssen wir auch anders nützen. Wenn wir heute sehen, dass diese Pearl-Studie uns sagt, 28% der 15- bis 16-Jährigen können nicht sinnerfassend lesen, dann hat es nicht die Grundlage, weil sie keine Gesamtschule ab 10 besucht haben, sondern weil sie eine Gesamtschule von 6 bis 10 besucht haben, meine Damen und Herren. Das ist nämlich der Punkt dahinter. Für mich ist daher wichtig, dass wir den Volksschullehrern ordentlich unter die Arme greifen. Dort müssen wir beginnen, dass diese Grundfertigkeiten wieder eine andere Richtung und einen anderen Schwerpunkt bekommen. Denn eines ist schon klar, wer nicht lesen, wer nicht schreiben und wer nicht rechnen kann, der wird auch in einer zukünftigen Schule Schwierigkeiten haben. Und darum bin ich fest überzeugt, unsere bildungspolitische Konzentration muss auf die 6- bis 10-Jährigen in der ersten Schulstufe gehen. Dort müssen diese Fertigkeiten anders trainiert, mit anderen Schwerpunkten ausgestattet werden. Und da müssen wir den Volksschullehrerinnen und Volksschullehrern ordentlich unter die Arme greifen, dass sie die Mittel an die Hand bekommen und dass sie auch die Möglichkeiten im Unterricht haben, darauf Wert zu legen. Und dabei bin ich gleich beim nächsten Punkt, der mir wichtig ist in einer politischen Diskussion, wenn wir zu diesem Argument noch einmal Stellung nehmen. Fleiß und Leistung spielen natürlich in der Schule eine besondere Rolle. Die bloße Kuschelpädagogik bringt keinen Nobelpreisträger hervor. Ich sage das ganz bewusst so, weil ich weiß, Fleiß und Leistung bekommen gerade in der Schule immer einen stärkeren Schlaglichtcharakter. Schlecht und falsch, denn für mich gilt auch im Berufsleben, Fleiß und Leistung, das sind zwei Werte, zu denen man stehen muss. Ohne die schafft man es nicht, auf der Karriereleiter voranzukommen. Und darum brauchen wir das natürlich auch in der Schule. Und wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer motivieren, auch wieder auf Fleiß und Leistung Wert zu legen.
Damit habe ich noch nichts erreicht, ich weiß. Damit habe ich noch nicht erreicht, dass jemand, der keine geistige Grundlage hat, allein damit bestehen kann. Aber wer gescheit ist und nicht entsprechend gefördert und gefordert wird und wer das nicht trainiert, der wird eben auch nicht auf dieser Karriereleiter einen oder anderen Schritt hinaufgehen. Und darum ist es mir so wichtig, gerade als ÖVP-Obmann auf diese Werte wieder Wert zu legen. Und etwas lassen Sie mich auch sagen, wir haben in der Schule sehr viel mit Zukunft, mit Werten und mit Menschen zu tun. Und für die Menschen gehört auch der Wert eines Religionsunterrichts betont. Lassen Sie mich das auch sagen. Andere Länder würden uns beneiden, wenn sie auch in dieser Frage einen solchen Standard hätten wie wir. Religionsunterricht ist etwas, Hinführung auf etwas, auch wenn ich kein gläubiger Mensch bin, okay, und mich dort abmelde, aber mit Werten zu tun zu haben, ist absolut notwendig. Darum sage ich auch, Religionsunterricht bleibt und für alle, die sich dort abmelden, gehört ein verpflichtender Ethikunterricht eingeführt. Denn Werte brauchen wir in diesem Land, auch in der Zukunft. Ich komme damit zu meinem vierten Punkt, was die Lehrerinnen und Lehrer anlangt. Wenn ich manchmal so ein bisschen die Volksmeinung einfange und dort höre, wie neidvoll auf Lehrerinnen und Lehrer geschaut wird, kann ich jedem nur sagen, ja, es steht ja offen. Jeder kann es ja versuchen. Ich habe es einmal versucht, aber nicht beruflich, sondern nur als Aushilfe in der Volksschule, wie ich meine Unterrichtsqualitäten erprobt habe. In der Klasse meines Sohnes als Außenminister. Es war eine interessante Stunde, aber ich sage Ihnen, ich möchte nicht tauschen. Mit mir will übrigens auch niemand tauschen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich sage noch einmal, Lehrerinnen und Lehrer haben ein Berufsfeld vor sich, das unglaublich damit zu tun hat, ständig Schülerinnen und Schüler zu motivieren. Und auch wenn sie in die interessanten, wie wir gehört haben, Alterskategorien kommen, darf das nicht nachlassen. Besonders schwierig. Mein Älterer ist gerade im 13. Lebensjahr, ich weiß daher ein Lied davon zu singen. Und ich weiß auch, wie viel hier Lehrerinnen und Lehrer aushalten müssen. Gerade weil heute in der Schule vieles hineingetragen wird, was eigentlich im Elternhaus zu erledigen wäre. Darum, Lehrerinnen und Lehrer, dort gehört der Schwerpunkt hin. Und ich habe hier auch mitgebracht einen neuseeländischen Bildungsforscher, John Hattie, der in einer Meta-Analyse von mehr als 50.000 Einzelstudien mit 250 Millionen beteiligten Schülern eine Untersuchung angestellt hat und zum Ergebnis kommt, wir diskutieren leidenschaftlich über die äußeren Strukturen von Schule und Unterricht. Na, da können wir ein Lied davon singen. Und dann Zitat, sie rangieren aber ganz unten in der Tabelle und sind, was das Lernen angeht, unwichtig. Ein interessantes Phänomen, das er hier anspricht. Er sagt nämlich, um das weiter auszuführen, für Hattie darf ein Lehrer kein bloßer Lernbegleiter oder Coach sein, ein Lehrer muss sich als Activator verstehen. Und ich glaube, da hat er vollkommen recht. Das, was im Klassenzimmer von einem Lehrer ausgehen muss, das ist nicht nur Motivation, das ist nicht nur Aktivieren eines Schülers, es ist ja auch Vorbild zu sein. Schüler schauen ja auf den Lehrer, wie er sich verhält, was er dazu sagt. Ich höre es ja auch zu Hause, was hat er oder was hat sie zu diesem Thema gesagt. Das beeinflusst Schüler ganz ungemein. Es ist für sie etwas, womit sie sich ganz stark auseinandersetzen. Darum ist dieses Bild des Lehrers, das wir haben, glaube ich, grundlegend reformbedürftig. Wir müssen zukünftig zu Lehrern aufschauen und sagen, das sind diejenigen, die an der Zukunft des Landes arbeiten wie niemand sonst. Und daher sage ich noch einmal, ich würde jedem guten Lehrer eine ordentliche Prämie geben, dafür, dass er seinen Job gut macht und ihn nicht dermaßen in der Öffentlichkeit behandeln, wie das andere tun. Ich weiß, die Personalvertreter haben wörtlich mitgeschrieben, es wird sich auf die Verhandlungen entsprechend auswirken, ist mir schon klar.
Aber lassen Sie mich noch einmal auf meinen fünften Punkt, was Eltern betrifft, auch ganz klare Worte finden. Nicht nur als Betroffener, sondern weil ich weiß, dass Eltern halt heute auch durch unsere Gesellschaft, dadurch, wie sie im Beruf stehen, Männer wie Frauen in einer Familie, nicht die nötige Zeit aufbringen, um mit ihren Kindern, auch was schulische Begleitung anlangt, ein ernstes oder vor allem ein häufiges Wort zu Hause zu führen. Und das schlägt sich auch nieder. Wir wissen das. Wer nicht zu Hause die nötige Unterstützung erfährt, ist natürlich auch in der Schule nicht so gut. Das beginnt schon beim Lesen. Wenn zu Hause nicht die Bibliothek gefüllt ist, oder auch wenn sie gefüllt ist, wenn zu Hause nicht die Eltern sagen, du sollst was lesen und nicht nur Fernsehen schauen und mit deinem Nintendo herumspielen und mit dem Handy und die neuesten Nachrichten empfangen, dann wird eben auch beim Schüler etwas zurückbleiben, was in der Schule gar nicht aufgeholt werden kann. Mit einem Wort, auch Eltern haben ihre Rolle auf dem Karriereweg ihrer Kinder, nämlich in der Unterstützung, in der Motivation zu Hause und vor allem auch in dem, dass sie ihren Kindern sagen, du musst auf das hören, was in der Schule gesagt wird. Und ich weiß, da haben wir einen großen Mangel. Ich habe zu Hause nie sagen dürfen, die Lehrer haben Unrecht, weil da hätte ich gleich eine andere Abreibung bekommen. Heute ist genau umgekehrt. Wenn sich Kinder zu Hause bei den Eltern beschweren, dann geht man mal gleich zum Lehrer und sagt, was machen Sie da eigentlich in der Schule, ist ja völlig falsch. Nein, auch das muss wieder gerade gebogen werden. Eltern müssen das Interesse haben, dass die Lehrer in dem, was sie den Kindern beibringen, auch zu Hause eine Unterstützung haben. Denn es geht um das Wohl des Kindes und das gehört von beiden natürlich gefördert. Aber Eltern haben auch zukünftig eine Rolle und die müssen wir auch betonen. Da kann der Lehrer nicht immer einspringen, sondern das, was zu Hause geschieht, ist immer noch die Grundlage für das Wohl des Kindes. Gibt es übrigens auch interessante Ergebnisse dieser Pirls und Tims Ergebnisse, die 2011 veröffentlicht wurden. Als man beim Lesen auf 10-Jährige besonderen Bezug genommen hat, hat man gesehen, dass in den Ländern, wo Eltern ihre Kinder besonders zum Lesen motivieren, andere Ergebnisse da liegen. Und da könnten wir einiges aufholen, da liegen wir nämlich nicht so gut. Da sind Norwegen am Platz 1, Platz 3 Schweden, Nummer 4 Dänemark und 7 Finnland. Und wir finden uns hier ein wenig weiter hinten auf dieser Rangordnung. Also, das ist auch eine Aufforderung an die Eltern, besonders das Lesen bei ihren Kindern zu fördern. Und sie auch da und dort nicht nur zu motivieren, sondern ihnen das auch hinzulegen und zu verbinden. Fernsehen gibt es erst, wenn du das gelesen hast. Ich kenne das aus Erfahrung, wie schwer das ist. Ich überlasse es meiner Frau zu Hause, aber ich versuche auch, meinen Beitrag zu leisten. Ich komme zu meinem sechsten Punkt. Wenn wir über die Schule der Zukunft reden und wissen, Schule in der Zukunft heißt auch, dass wir mehr Zeit dort verbringen, nämlich auch am Nachmittag, dann brauchen wir dazu auch andere Gebäude. Ich bin daher sehr dafür, dass wir in der nächsten Zukunft Schulgebäude besonders in den Fokus nehmen, besonders in der nächsten Periode. Es ist notwendig, um den ganzen Tag in der Schule zu verbringen, dass ich Möglichkeiten habe, nicht nur einen Speisesaal, nicht nur eine Küche, sondern dass ich auch Möglichkeiten habe, in der Nachmittagsbetreuung Räume zu finden, die dafür geeignet sind. Bewegung muss möglich sein in der Schule. Und wenn der Turnsaal eh schon von allen anderen Vereinen am Nachmittag blockiert ist, wird für die Kinder nichts übrig bleiben. Nein. Wir müssen hier auch andere Schulgebäude vorsehen. Und immer wenn ich in eine höhere Schule komme, besuche ich auch gern das Konferenzzimmer. Und ich weiß, wie es dort aussieht. Daher brauchen wir auch andere Möglichkeiten für Lehrer, wenn sie am Nachmittag in der Schule sind. Selbstverständlich, das ist notwendig in einer künftigen, guten, modernen Schule. Und damit bin ich schon bei einem wichtigen Punkt, der Sie alle interessieren wird, besonders was das neue Dienstrecht anlangt. Ja, auch hier gehört Klartext gesprochen. Wenn wir es von den Lehrern verlangen, dass sie länger in der Schule sind, brauchen sie dort Rahmenbedingungen. Aber brauchen wir ein neues Dienstrecht für Neueintretende? Ja, meine Damen und Herren,
Da sage ich Ihnen aber auch offen meine Meinung. Ja, wir brauchen auch ein neues Dienstrecht für neu eintretende Lehrer in diesem Land. Das ist kein Angriff auf diejenigen, die heute in der Schule stehen. Aber alle paar Jahre ändert sich etwas und das ändert sich auch für Neueintretende, die den Schul- und Lehrberuf jetzt beginnen. Aber ich sage dazu, das muss eine Verhandlung auf Augenhöhe sein. Ich habe es nicht verstanden, dass über ein Jahr lang verhandelt wurde, ohne dass die beiden zuständigen Ministerinnen, Frau Kollegin Schmidt und Frau Kollegin Heine-Schosek, an diesen Verhandlungen teilgenommen haben. Ja, was soll sich denn da jemand denken, der von der Personalvertretungsseite mitverhandelt? Der denkt sich ja, das wird ja gar nicht ernst genommen. Das kann natürlich nicht sein. Verhandeln heißt auf Augenhöhe miteinander reden, Vorstellungen auf den Tisch legen und einen Kompromiss herausverhandeln. Und ich weiß, dass dieser Kompromiss schwer erringbar ist. Aber wir haben heute schon von Paul Kimberger gehört, wie das Ja und Nein nahe beieinander liegen. Sie werden daher sehen, wir werden uns diesbezüglich anstrengen. Ja, das nehme ich gerne mit. Aber ich bitte auch auf der anderen Seite nicht nur ein Nein im Vordergrund zu sehen, sondern auf das einzugehen, was heute notwendig ist. Was ist notwendig? Wenn wir reden darüber, dass wir am Nachmittag mehr Kinder in der Schule haben, und es ist einfach ein Zug der Zeit, dann brauchen wir auch Persönlichkeiten, die am Nachmittag in der Schule sind und nicht nur schauen, dass die Kinder sich nicht gegenseitig die Augen auskratzen, sondern dass dort auch pädagogisch richtig etwas passiert. Es müssen nicht nur Lehrer sein, ja, aber diesbezüglich gibt es eine Anforderung. Wenn wir reden über die Zukunft, dann weiß ich, dass das Gehalt eines Lehrers, wenn er anfängt, nicht gerade ein berauschendes ist. Das sollten sich übrigens alle Journalisten einmal anschauen, die 15 Monatsgehälter haben, was ein Lehrer in einer AHS verdient, wenn er ein Studium abgeschlossen hat und dort beginnt. Da würde keiner mehr schreiben, wenn er sich das einmal ausrechnet, was er hat und was ein Lehrer hat, dass Lehrersein der beste Job ist. Und wir werden daher die Gehaltskurve auch anders gestalten müssen, ja? Da wird es am Anfang wesentlich mehr geben und ich weiß auch eure Argumente in der Richtung, wie sich das auf die Lebensverdienstkurve auswirkt, auch das muss mit berücksichtigt werden. Und wir brauchen was Drittes auch noch. Gerade wenn wir heute über die BHS-Lehrer, die heute auch hier sind, reden. Wir werden zukünftig auch in einem modernen Dienstrecht haben müssen, dass man eben eine Zeit auch außerhalb der Schule verbringt. Wenn das gewünscht wird, wenn das jemand will. Aber dieser Wechsel zwischen Privatwirtschaft und Schule, das kann gerade dort, wo über Technik geredet wird, wo es sehr viel auch an beruflicher Praxis gibt, nur gut tun. Und das müssen wir möglich machen in der Zukunft, besser als das heute der Fall ist. Auch das halte ich für ganz entscheidend, dass wir das bei einem neuen Dienstrecht mit berücksichtigen. Aber auf Augenhöhe verhandeln, das heißt sich intensiv auch mit den Argumenten der anderen auseinandersetzen und dann zu einem Kompromiss zu kommen. Ich möchte, dass wir das noch schaffen, weil ich nicht weiß, was nach dem Herbst kommt. Und da können wir noch die Besten sein, die am 29. September bei der Nationalratswahl abschneiden. Die absolute Mehrheit werden wir nicht erwischen. Und was daher danach kommt und wie sich das ausgehen wird und ob dann vielleicht diejenigen, die der Gesamtschule immer das Wort reden, die Überhand bekommen mit anderen, das kann ich nicht garantieren. Darum möchte ich, dass wir auch noch in dieser Periode einen guten Abschluss auch zu solchen Verhandlungen führen, die auch sicherstellen, dass es gut weitergeht mit den Lehrerinnen und Lehrern unter den schon gesagten Gesichtspunkten. Darum darf ich noch einmal zusammenfassen, meine Damen und Herren. Das, was wir brauchen in dem Land, ist ein Anforderungsprofil, worauf wir uns einzustellen haben für junge Leute, damit sie erfolgreich sein können. Dazu zählt Schule und Ausbildung und Bildungseinrichtung ganz enorm. Ich würde fast sagen, an erster Stelle. Wir brauchen zukünftig ein modernes Bildungssystem, das aber nicht heißt, ein Bildungssystem der Gleichmacherei. Gesamtschule ist eine 100 Jahre alte Idee, die bei uns wirklich nicht ausprobiert werden muss. Sondern ganz im Gegenteil. Wir brauchen Leistungsdifferenzierung und das Beste für jede Schülerin und jeden Schüler. Zum Dritten, wir müssen die Zukunft schon bevor man überhaupt in die Schule
kommt, beginnen. Kindergarten, ja, jetzt haben wir eines, möglicherweise kriegen wir ein zweites für die, die es brauchen. Ja, ich bin offen dafür. Wir brauchen in der Volksschule viel mehr an Konzentration darauf, die Grundfertigkeiten zu erreichen. Wir brauchen Fleiß und Leistung und auch einen Religionsunterricht und für die, die ihn nicht haben wollen, einen Ethikunterricht. Wir brauchen zum vierten die besten Lehrerinnen und Lehrer, motivierte, auch entsprechend bezahlte Lehrer. Wir dürfen die Rolle der Eltern nicht vergessen, sondern wir müssen sie auch konkret ansprechen. Wir brauchen als sechstes in der nächsten Periode ja, eine Bauoffensive für neue Schulgebäude. Und wir brauchen jetzt noch ein neues Dienstrecht, wo auch die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer mit berücksichtigt werden. Wenn wir das alles auch entsprechend hart miteinander verhandeln, aber zu einem Ergebnis bringen, dann haben wir eine gute Zukunft. Eine gute Zukunft, die wir brauchen als Österreich, damit wir uns bewähren. Das, was auf uns zukommt, ist nicht nur die Konkurrenz mit den Nachbarn. Wir werden jetzt mit den Vereinigten Staaten von Amerika ein Freihandelsabkommen verhandeln. Mit Japan ist eines unterwegs. Und das heißt auch Konkurrenz, auch mit diesen großen Wirtschaftsräumen. Und wenn es Konkurrenz gibt, müssen wir Chancen ergreifen dabei. Und das können wir schaffen, wenn wir eine Politik aus einem Guss machen. Ich komme noch einmal zu dem zurück, was das Wahlergebnis von Niederösterreich auch beweist. Verlässlichkeit, keine Bocksprünge, sondern Stabilität und die Sicherheit, dass wir auch wissen als Volkspartei, wer unsere Partner sind. Nämlich auch die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land. Daher werden Sie von mir kein schlechtes Wort über die Lehrerinnen und Lehrer hören, heute nicht und auch zukünftig nicht, sondern ich möchte gerne Ihr Partner sein, Ihr Partner auch in der Zukunft und Sie können sich auch darauf verlassen, dass ich meine Grundsätze, wenn ich von hier hinausgehe, nicht über Bord werfe, sondern bei dem bleibe. Schule ist wichtig. Schule ist gestaltet von Lehrern. Und Lehrer sind in unserem Bildungssystem das A und O. Und so bleibt es auch. Und so werde ich als Vizekanzler, als Bundesparteiobmann der ÖVP auch in der Zukunft agieren. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Habe mich sehr gefreut, dass ich heute mit Ihnen ein wenig über ja, Bildungspolitik reden kann, Ihnen meine Entwürfe auf den Tisch legen kann und hoffe, dass wir nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren miteinander Erfolg haben im Interesse Österreichs. Vielen herzlichen Dank. Applaus